Sachen auf YouTube hochladen, auf meinen Kanal hier, auf Prime offiziell. Sehr viel Liebe raus an Laiko, die unterstützt mich da perfekt. Und ist auch hier die Moderation auf jeden Fall, ne? Master Fock, bleibe echt. Produced by Hotlife. Bin mal gespannt. Mir wurde das auch zugeschickt. Und es hieß auf jeden Fall, dass das Video was mit Ramin zu tun hat. Ne? Ich glaube, Ramin hat das Video da gedreht. Ich guck jetzt nochmal rein. Also mir wurde gesagt, dass das Video Ramin gedreht hat. Mal kurz gucken in der Beschreibung, vielleicht steht es da drin. Ja, Dekan zum Beispiel, ne? Hier Mix und Mastering, Studio Session, Dekan. Auf Dekan haben wir ja auch reagiert. Und vielen Dank, ne? Aber hier Videoproduktion Ramin, aka Mac from Oddlife. Ne? Oddlife ist wahrscheinlich dann das Independent Label von Ramin. Und so wurde mir das halt auch erklärt. Bin ich mal gespannt. Ne? Mir wurde das zugeschickt. Wollte ich mal das mit euch zusammen mal gönnen. Also checken wir jetzt mal ab hier. Master Fock, bleibe echt. Produced by Oddlife. Also auch ein Beat von Ramin wahrscheinlich. Sehr chillig. Wasser. Alles okay, unterm Strich ist einfach alles okay. Negativen Vibe sag ich einfach Ade. Bin auf dem Weg zu einem anderen Planet. Sagt, sein Auto sei kaputt, kein Set in der Tasche. Mit traurigem Blick verlässt er den Laden. Muss so strömenden Regen seine Einkäufe tragen. Mann, er tut mir leid, wenn ich ihn so seh. Biete an, ihn heimzufahren, er sagt mir schon okay. Doch am Ende steigt er ein, weil ich darauf bestehe. Er bedankt sich tausendmal, bevor er aussteigt und geht. Und geht. Also ich find's cool, ne? Dieser Vibe, der da drinne war, ne? Mit diesem okay, okay. Und dann rappt er noch ein paar Zeilen, dann wie dieses okay. Das kommt schon geil, das ist auch wirklich smooth und das passt auch gut in den Beat. Ich finde auch, das Video ist schön gedreht, hat schöne Schnitte auf jeden Fall, ist auch ne, cool, cooles Color Grading und so. Ramin kann da auf jeden Fall sehr gute Videos machen, also da braucht man sich keinen Kopf machen, das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Vom Beat her und vom Sound her finde ich das auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. An die Stimme muss man sich natürlich eher so gewöhnen, ne, weil die ist auf jeden Fall mal was anderes, ne. Für meinen Geschmack ist es halt immer noch so gewöhnungsbedürftig, weil ich muss mich erstmal mit dieser Stimme anfreunden. So, weil die halt auch ein bisschen speziell klingt. Halt nicht schlecht, aber ist halt ne speziell. Da muss man sich erstmal mit befassen. Da muss man halt öfter mal ein paar Dinger hören, so, ne? Dann der Stimme warm zu werden. Und finde an sich auch, ja, also ich finde das ganz nice so an sich. Ich finde aber halt die Reimequalität, ne? Da sind wir wieder bei der Reimequalität. Reimequalität ist halt auch jetzt nicht so. Also da ist jetzt wirklich nicht so eine gute Reimequalität. Und vom Flow her ist es halt wirklich auch ein bisschen monoton gewesen. Ne? Außer wenn da jetzt nicht diese kleinen Stellen da wären mit diesen oh, okay. Der ist halt komplett monoton. Ne? Aber so ist es noch nicht ganz monoton, aber da die Stelle da war schon ein bisschen monoton gehalten. Ne? Geht. Also, wenn das Native nicht fühlt, ne, dann weiß ich auch nicht weiter, ne. Also, wenn jemand irgendwo Quellwasser, ne, Quell, wenn jemand irgendwo Quellwasser trinkt, ist Native irgendwo und hat ein Lächeln im Gesicht. Ne? Das darf man nicht vergessen. Irgendwo ist ein Native und hat ein Lächeln im Gesicht, wenn irgendwo auf der Welt Quellwasser getrunken wird, ne. Schöne Grüße gehen raus. Okay. 3, 2, 1, die Zeit ist reif. Viel zu lang gewartet, ey, es ist so weit. Gezeigt für.
Ja, also es ist halt, wie gesagt, von der Reimequalität, ne, da muss man auf jeden Fall eine Schippe drauflegen, ne. Aber ich finde halt vom Flow her hat er jetzt so ein bisschen mal was anderes gemacht, ne. Irgendwie 1, 2, 3, es ist Zeit, es ist so weit, also so in diesem Flow jetzt halt. Ne? Man muss halt mit der Stimme erstmal ein bisschen warm werden, ne, wie ich schon gesagt habe, weil die halt ein bisschen speziell ist. Und vom Flow her, ne, aber ich finde jetzt halt, hat die Reimequalität, ne, die stört mich da ein bisschen. Da muss man auf jeden Fall da eine Schippe drauflegen, dass man da auch mal ein paar Doppelreime drin hat, ein paar Dreifachreime oder so, ne. Bei Flo Johnson war das ja halt auch so, dass er dann am Ende dann auch wirklich nice Lines hatte und so, ne. Und, aber auch überwiegend halt einen open Flow hatte so und die Stimme halt sehr viel wettgemacht hat, ne, weil die auch so prägnant war. Und die Reimequalität halt dann auch am Anfang nicht so nice. Ne? Deswegen, da muss man auf jeden Fall nochmal ein bisschen gucken, ne, dass man in der Reimequalität noch eine Schippe drauflegt. Und ich höre, ist das irgendwie die Hook gewesen, ne? Dieses okay, okay. Da muss ich schon sagen, dass der erste Part schon echt monoton war, ne, weil er die ganze Zeit immer gleich geflowt war und da keine Variationen noch mit bei waren. So. Jetzt ist der zweite Part und habe jetzt erst gerade gemerkt, dass das eigentlich die Hook war, dieses oh, oh. Streit, kein Bock auf Stress, egal was andere sagen, Mann, ich bleibe echt. 3, 2, 1, die Zeit ist reif, viel zu lange gewartet, der ist es so weit. Gezeit für Streit, kein Bock auf Stress, egal was andere sagen, Mann, ich bleibe echt. Keiner kann mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Man. Oder war das jetzt die Hook? Mit den. Da bin ich jetzt echt verwirrt. Dachte mal dieses, okay, okay, wäre die Hook. Irgendwie bin ich ja ein bisschen verwirrt, weil ich glaube, das war dann jetzt die Hook mit den 1, 2, 3, irgendwas mit, es ist so weit, such keinen Streit, bleibe echt, so, ne? Dem Flow war wahrscheinlich dann die Hook, aber habe ich nicht sofort rausgehört irgendwie. Das hat sich angehört wie immer noch ein Part oder so. Hat sich sogar angehört, wie als wäre das jetzt gerade der Switch in den zweiten Part. Also die Hook hebt sich jetzt nicht so krass hervor, finde ich. Ich habe gedacht, das wäre so ein kleiner Flow-Wechsel oder der erste Flow-Wechsel in den zweiten Part. Ein halbes Leben war einfach eine kranke Phase. War im Frauenhaus mit Mama und Josh. Ich fiel durch die ganze Scheiße in ein riesiges Loch. Doch hab mein Haupt gehoben und es ging rauf nach oben. Scheiße auf alle anderen, meine Liebe in den Strophen. Brauche keine Drogen, bin heilig. Wie gesagt, ich habe halt wirklich nur eigentlich an den Reimen zu meckern. So, ich finde, von der Stimme her muss man sich halt dran gewöhnen. Ne? Da muss man halt warm mit werden, so, weil es halt sehr speziell ist. Und vom Flow her, da hätte man auf jeden Fall noch ein paar Flow-Variationen mit einbringen können. Ne? Es ist halt wirklich eher so drauf gelegt, dass es ein bisschen monoton klingt. Sehr chilliger Beat, ne? Gefällt mir auch. Auch ein schönes Video, ich finde auch, aber ich finde halt so von der Aussagen her, finde ich es eigentlich ganz nice, ne, dass er da ein bisschen was von seinem Leben auch erzählt, ne. Nur die Reimequalität ist da jetzt halt nicht so. Aber da ist noch Luft nach oben, ne. Ich finde auch die Soundproduktion ist auch sehr nice, auch vom Video her. Und wie gesagt, nur die Reimequalität, da würde ich auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen. Nochmal gucken, dass man dann den Reimequalität ein bisschen noch feilt, ne. Dass man da vielleicht mehr Doppelreime nochmal mit einbringt, vielleicht ein paar Satzreime, vielleicht auch mal Doppelreime, ne? Vielleicht auch mal ein bisschen mit der Technik auch nochmal mehr spielt, ne? Dass man sich da ein bisschen ausprobiert. Vielleicht auch mal den Flow switcht, ne? Man, oder die Hook wenigstens dann irgendwie hervorhebt. Irgendwie. Ich habe da nicht sofort rausgehört, dass das die Hook ist. Taschen voll Gold, Ruhm und Erfolg habe ich niemals gewollt. Nee, schätze kleine Dinge wert, mache damit weiter bis zum Tag, an dem ich sterb. Aber jetzt, wenn man die Hook jetzt irgendwie schon zum dritten Mal hört, so, und man weiß jetzt, dass es die Hook ist, schon irgendwie catchy. Ist schon irgendwie nice.
Hat schon was. Zeit zu kalt, die Zeit ist kalt. Viel zu lange, die Welt ist so kalt. Die Zeit für Streit, kein Bock auf Stress. Egal was andere sagen, Mann, ich bleibe echt, echt. Das klingt auch irgendwie gequält, ne? Dieses okay, okay, okay. Das klingt nicht so chillig irgendwie. Klingt dann so okay, 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 okay. Weißt du, das klingt nicht so chillig halt. Ich hätte das irgendwie ein bisschen chilliger gemacht, so dann wäre das vielleicht auch ein bisschen mehr in dem Vibe, so weißt du, dieses okay, 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 okay. Weißt du, so, das hätte auf jeden Fall schon den Vibe ein bisschen chilliger gemacht, so. Sich. Und aber ansonsten so ein schönes Video, schöne Soundproduktion, so, ich finde halt die Reimequalität, da hätte man auf jeden Fall ein bisschen mehr machen können. Von den Aussagen her, ne, vom Text her finde ich eigentlich ganz nice, dass er da wirklich auch ein bisschen von sich erzählt, ne, von halt auch authentische Zeilen halt am Start hat, ne, nicht irgendwelche Lügen verbreitet, sondern wirklich aus seinem Leben. Ja, das finde ich nice, ne, dass man da auch mal ein bisschen so in sich kehrt und Sachen nach außen lässt. Ja, an sich ein cooles Ding, hat mich jetzt halt nicht so gecatcht, ne? Weil da halt die Reimequalität leider nicht so gut. Aber wie gesagt, Leute, checkt das auf jeden Fall ab. Hier, gebt ihm gerne mal ein Abo. Like das natürlich, ne? Und checkt das auf. Und dann kommt mir nicht mit, ich hab kein Twitter. Ich hab hier kein Twitch, ne? Dann macht ihr einen Twitch-Account, so kostenlos, Mensch.